Mandat für Baden-Württemberg an. Meine Frage an Sie mit einem schönen guten Abend. Wer hat sich am meisten verändert in Ihren Augen, die SPD oder Sie? Die SPD und ich sehe es hier an der Runde, die etablierten Parteien, aber auch die Art, wie hier diskutiert wird. So wie hier diskutiert wird, beweisen sie eigentlich samt und sonders, dass es uns wirklich geben muss. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als ehemaliges SPD-Mitglied nur schade. Ich war gerne SPD-Mitglied, aber ich habe dort gar keine Heimat mehr. Warum sind Sie aus dieser Partei ausgetreten? Weil ich keine Partei kenne, die Interessen ihrer Klientel so nachhaltig verraten hat. Und das war das damalige Modewort, wie diese SPD. Ich kann es auch an zwei konkreten Beispielen festmachen, die auch Menschen verstehen, die noch jünger sind. Soll ich? Bitte. Also die SPD hat gesagt, wir wollen das Kindeswohl stärken und hat das gesamte Unterhaltsrecht umgekrempelt. Man konnte bislang immer den Ehegattenunterhalt absetzen, den Kindesunterhalt nicht. Das war ein Gleichrang zwischen Ehegatten und Kindesunterhalt, wenn jemand geschieden ist. Dann hat die SPD gesagt, wir wollen das Kindeswohl stärken. Jetzt hätten diese Leute aber eigentlich auch den Kindesunterhalt steuerlich geltend machen müssen. Das haben die ganz bewusst nicht getan, obwohl sogar die Richter der Düsseldorfer Tabelle, die damit arbeiten, gesagt haben, das müsst ihr tun. Das Ergebnis war, die erziehenden Elternteile hatten weniger Geld zur Verfügung, weil es keinen Ehegattenunterhalt, egal ob Männlein oder Weiblein mehr gab. Und die zahlenden anderen Elternteile hatten auch weniger in der Tasche. Die SPD hat hier also zwei gegeneinander ausgespielt und das haben die Leute tatsächlich gemerkt. Und sie können jetzt über die Leute sagen, dass sie dumm sind, dass sie irgendwie mit Emotionalitäten irgendwo zu fangen sind oder sonst was. Aber was in ihrem Geldbeutel ist, das wissen sie. Und wir werden nicht reicher. Wir sind im medialen Vergleich in den europäischen Ländern das Volk mit dem geringsten Pro-Kopf-Vermögen. Das liegt bei 51.400 Euro. Sogar die Slowakei liegt vor uns, auch die Griechen. Und wen wundert es? Luxemburg liegt natürlich ganz oben bei über 329.000 Euro. Sie sind Pro-Kopf, Sie sind, Frau Böswald, Rechtsanwältin. Das merkt man jetzt auch an dieser Stelle. Neben dem, was. Neben dem, was Sie mobilisiert und motiviert hat, aus der SPD auszutreten. War die Rentenpolitik als zweites? War die Rentenpolitik der SPD als zweites? Ja, kann ich Ihnen auch sagen, die warum. Berühmte Müntefering-Rente, weil? Weil die SPD, das ist das Schöne an der Statistik, hat damals schon gewusst, dass wir ein komplettes Rentensystem umstellen müssen. Das lässt sich nicht mehr leugnen. Und das Schöne an der Statistik ist, man braucht nur drauf zu gucken, Jahrzehnte später kommt genau das. Stattdessen wird in einer Art und Weise darüber geredet, es wird noch eine Mütterrente draufgesetzt. Es trifft mich selbst auch, das darf ich sagen. Ich gehöre normalerweise einem kapitalgedeckten, nicht rein umlagefinanzierten Versorgungswerk der Rechtsanwälte an, die Apotheker und Ärzte auch. Und wir hätten eigentlich wirklich einen guten Grund zu sagen, was interessiert uns das von den anderen. Aber es wird uns auch treffen, das ganze System kippt. Denn auch diese Versorgungswerke müssen ihre Altersvorsorgebeiträge irgendwo investieren. Und auch wir jetzt im Sinne von Gegensatz, werden davon getroffen werden, dass diese Versorgungswerke nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir können es wirklich nur noch gemeinsam schaffen. Und diese unbequeme Wahrheit, die geht einfach keiner wirklich an. Und was mich dabei so wahnsinnig ärgert, ist, dass es den SPD-Damen und Herren, und ich war damals wirklich bis zum Bundestag teilweise schon als Helfender, ja, man ist ja auch Idealist, das gebe ich auch gerne zu, sie haben es gewusst und sie haben es nicht gemacht. Und dieses vorsätzlich hinters Licht führen, das kann ich denen einfach nicht mehr verzeihen. Und da kann man auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und jetzt glauben Sie, aus welchem Grund, dass Sie, Frau Böswald, ausgerechnet in der AfD am besten aufgehoben sind? Also das eine ist, dass man solche Sachen dort sagen kann, ohne dass man gleich irgendwie als dumm oder als sonst wie verschrien wird. Und ich halte es auch, ehrlich gesagt, nicht für richtig, gleich als Rassist verschrien zu werden. Wir sind sicherlich eine sehr schillernde Partei, das kann man durchaus so sagen. Das ist ein sehr famoses Wort für das, was man von ihr so hört. Ja, das wäre auch dumm, es einfach zu leugnen. Ja? Also, aber es ist auch so, man muss mehr auf die Leute hören, die hier tatsächlich gestandene Menschen sind, die sich dort auch einbringen. Ich ja auch, ich bin seit 20 Jahren Rechtsanwältin, verheiratet, Mutter von drei Kindern. Also ich bin der einzige Ernährer unserer fünfköpfigen Familie, da muss man schon ein bisschen die Hose wackeln lassen, wie man als Handwerker sagen würde. Und so von dieser Art Leute sind viele da. Nur die sehen sie halt nicht so, die drängen sich nicht so sehr in den Vordergrund, aber die wirken. Zum Beispiel jetzt auch mit der DNA-Analyse von dieser ermordeten Joggerin. Da haben wir einen richtigen, über Facebook, über die modernen Medien, da haben wir jetzt Druck gemacht. Heute in der Badischen Zeitung auf der dritten Seite eine ganze Seite über die Auswertung von DNA. Ich wette mit Ihnen auf eine Flasche Sekt,
dass dieses Gesetz geändert wird. Das und das sind wir aber dran. Können Sie gucken. So. Herr Staus wird es mit sehen, er ist ein Ex-Freiburger. Du, ich kann es gar nicht aushalten. Ja, ganz schon mal gehört. Weil es einfach ungerecht ist, was da gemacht wird. Man enthält der Bevölkerung immer irgendwelche Informationen vor und sagt, man müsste mit den Ängsten reden. Ja, davon gehen Sie aber nicht weg. Mhm. Was ist denn eine Angst? Eine Angst ist ein zurückgebliebenes Gefühl, von dem die Tatsache entkleidet ist. Genauso wie ein Vorurteil. Und wenn Sie sich jetzt auf die andere Seite stellen, dann würden Sie sagen, es wäre eher Instinkt. Also es ist eine Frage der Wertigkeit. Und ich mag einfach diese pauschale Verurteilung nicht. Und deswegen sage ich, da will ich nicht mehr sein. Das ist mir zu dumm geworden. So, und sicherlich eine sehr schillernde Partei, das kann man durchaus so sagen. Das ist ein sehr famoses Wort für das, was man von ihr so hört. Ja, das wäre auch dumm, es einfach zu leugnen. Ja, also... Aber es ist auch so, man muss mehr auf die Leute hören, die hier tatsächlich gestandene Menschen sind, die sich dort auch einbringen. Ich ja auch. Ich bin seit 20 Jahren Rechtsanwältin, verheiratet, Mutter von 3 Kindern. Also das, ich bin der einzige Ernährer unserer 5-köpfigen Familie. Da muss man schon ein bisschen die Hose wackeln lassen, wie man als Handwerker sagen würde. Und so von dieser Art Leute sind viele da. Nur die sehen sie halt nicht so, die drängen sich nicht so sehr in den Vordergrund, aber die wirken. Zum Beispiel jetzt auch mit der DNA-Analyse von dieser ermordeten Joggerin. Da haben wir einen richtigen, über Facebook, über die modernen Medien, da haben wir jetzt Druck gemacht. Heute in der Badischen Zeitung auf der 3. Seite eine ganze Seite über die Auswertung von DNA. Ich wette mit Ihnen auf eine Flasche Sekt, dass dieses Gesetz geändert wird. Das sind wir aber dran, können Sie gucken. So, Frau Prokop, Sie sind, Frau Böswald, Rechtsanwältin, das merkt man jetzt auch an dieser Stelle. Neben dem, mobilisiert und motiviert hat, aus der SPD auszutreten. War die Rentenpolitik als zweites. War die Rentenpolitik der SPD als zweites. Ja, kann ich auch sagen, die berühmte Müntefering-Rente, weil? Weil. Die SPD, das ist das Schöne an der Statistik, hat damals schon gewusst, dass wir ein komplettes Rentensystem umstellen müssen. Das lässt sich nicht mehr leugnen. Und das Schöne an der Statistik ist, man braucht nur drauf zu gucken, Jahrzehnte später kommt genau das. Stattdessen wird in einer Art und Weise darüber geredet, es wird noch eine Mütterrente draufgesetzt. Es trifft mich selbst auch, das darf ich sagen. Ich gehöre normalerweise einem kapitalgedeckten, nicht rein umlagefinanzierten Versorgungswerk der Rechtsanwälte an. Das klingt schon mal toll. Die Apotheker und Ärzte auch. Und wir hätten eigentlich wirklich einen guten Grund zu sagen, was interessiert uns das von den anderen. Aber es wird uns auch treffen. Das ganze System kippt. Mandat für Baden-Württemberg an. Meine Frage an Sie mit einem schönen guten Abend. Wer hat sich am meisten verändert in Ihren Augen, die SPD oder Sie? Die SPD und ich sehe es hier an der Runde, die etablierten Parteien, aber auch die Art, wie hier diskutiert wird. So wie hier diskutiert wird, beweisen sie eigentlich samt und sonders, dass es uns wirklich geben muss. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als ehemaliges SPD-Mitglied nur schade. Ich war gerne SPD-Mitglied, aber ich habe dort gar keine Heimat mehr. Warum sind Sie aus dieser Partei ausgetreten? Weil ich keine Partei kenne, die die Interessen ihrer Klientel so nachhaltig verraten hat. Und das war das damalige Modewort, wie diese SPD. Ich kann es auch an 2 konkreten Beispielen festmachen, die auch Menschen verstehen, die noch jünger sind. Soll ich? Bitte. Also die SPD hat gesagt, wir wollen das Kindeswohl stärken und hat das gesamte Unterhaltsrecht umgekrempelt. Man konnte bislang immer den Ehegattenunterhalt absetzen, den Kindesunterhalt nicht. Das war ein Gleichrang zwischen Ehegatten und Kindesunterhalt, wenn jemand geschieden ist. Dann hat die SPD gesagt, denn auch diese Versorgungswerke müssen ihre Altersvorsorgebeiträge irgendwo investieren. Und auch wir jetzt im Sinne von Gegensatz, werden davon getroffen werden, dass diese Versorgungswerke nicht mehr funktionieren. Das heißt, wir können es wirklich nur noch gemeinsam schaffen. Und diese unbequeme Wahrheit, die geht einfach keiner wirklich an. Und was mich dabei so wahnsinnig ärgert, ist, dass es den SPD-Damen und Herren, und ich war damals wirklich bis zum Bundestag teilweise schon als Helfender, ja, man ist ja auch Idealist, das gebe ich auch gerne zu, sie haben es gewusst und sie haben es nicht gemacht. Und dieses vorsätzlich hinters Licht führen, das kann ich denen einfach nicht mehr verzeihen. Und da kann man auch keinen Blumentopf mehr gewinnen. Und jetzt glauben Sie, aus welchem Grund, dass Sie, Frau Böswald, ausgerechnet in der AfD am besten aufgehoben sind? Also das eine ist, dass man solche Sachen dort sagen kann, ohne dass man gleich irgendwie als dumm oder als sonst wie verschrien wird. Und ich halte es auch, ehrlich gesagt, nicht für richtig, gleich als Rassist verschrien zu werden. Wir wollen das Kindeswohl stärken. Jetzt hätten diese Leute aber eigentlich auch den Kindesunterhalt steuerlich geltend machen müssen. Das haben die ganz bewusst nicht getan, obwohl sogar die Richter der Düsseldorfer Tabelle, die damit arbeiten, gesagt haben, das müsst ihr tun. Das Ergebnis war,
Die erziehenden Elternteile hatten weniger Geld zur Verfügung, weil es keinen Ehegattenunterhalt, egal ob Männlein oder Weiblein, mehr gab. Und die zahlenden anderen Elternteile hatten auch weniger in der Tasche. Die SPD hat hier also zwei gegeneinander ausgespielt. Und das haben die Leute tatsächlich gemerkt. Und Sie können jetzt über die Leute sagen, dass sie dumm sind, dass sie irgendwie mit Emotionalitäten irgendwo zu fangen sind oder sonst was. Aber was in ihrem Geldbeutel ist, das wissen sie. Und wir werden nicht reicher. Wir sind im medialen Vergleich in den europäischen Ländern das Volk mit dem geringsten Pro-Kopf-Vermögen. Das liegt bei 51.400 Euro. Sogar die Slowakei liegt vor uns, auch die Griechen. Und wen wundert es? Luxemburg liegt natürlich ganz oben bei über 329.000 Euro. Sie sind pro Kopf.